Headline des Tages: Söder wirft der Ampel die Umerziehung der deutschen Bevölkerung vor. Der CSU-Chef kritisiert, dass es der Regierung immer nur um Zwang statt um Freiheit gehe. Söder weiter und ich zitiere: Die gesellschaftliche Zeitenwende der Ampel richtet sich gegen die Mehrheit der Normalbürger. Es geht immer nur um Zwang statt um Freiheit. Er hielt der FDP vor, linke Politik zu machen. Im Grunde besteht zwischen Grünen und FDP kein Unterschied mehr, poltert Söder. Söder also voll in seinem Element. Zitat: Es ist falsch, Gendern zwanghaft zu verordnen. Es ist falsch, staatliche Vorgaben zur Ernährung zu machen. Es ist falsch, Drogen wie Cannabis freizugeben. Das mit Cannabis war jetzt aber irgendwie das Gegenteil von Zwang.